Der Eingeweihte Mystik weiß freilich, dass dieser Vorgang der bewussten Bewusstwerdung von Existenz und dann wieder Hades nur der Beschleunigung der Alienierung, der Veränderung auf das Drittimperativische hin dient, der Beschleunigung der Handlungen, der Aktionen im einzigen Vorgang, in dem sich die Ewigkeit persistieren macht, auf Kosten seiner eigenen Hülse und Matrix. Denn er verspürt genau, dass diese Entfremdung, diese Veränderung, diese Veräußerung nur ein programmatischer Triebzugzwang ist. In Wirklichkeit nämlich ist es Realität und Tatsache, dass da nichts ist, außer das, was es er ist, was es er hat, nämlich sich selber, das geschehen kann oder nicht geschehen kann, immer im Moment oder nicht Moment. Die Unificatio Mystica mit sich selbst zeigt ihm, dass er nicht heraus kann aus diesem Körpersack und dass alle Handlung, dass alle Vorstellung, dass alle Weltwahrnehmung nur darin stattfindet und nicht im Dritten, im Anderen, im Äußeren. Sodass dies nur eine teleologische Drittveränderungssimulation der Bereitstellung der fundamentalsten Ressourcen darstellt, als metaphorischer Verwurstungsprozess seines eigenen Körpersacks, um aus den Restbruchstücken dann wieder neue Würstchen und neue Säckchen zu machen, nachdem das sich in eine Begegnung mit einem anderen, ebenfalls abgeschlossenen Sphärengebilde, Doppelmembran, Amöboid, Hohlkugelsphäre eingelassen hat, die auch nicht aus ihrer Haut heraus kann, sondern bestenfalls können beide nur kleine Botschaftsbruchstückchen, Plasmide, miteinander austauschen, was freilich nur unter Bereitstellung der allerhöchsten Mobilisationsreserve erfolgt. In den Hochzeiten der Verausgabungen, der Blütenerzeugungen, der Phanerogamen, eben aber der Myste, der zum zweiten oder zum dritten Mal die Wiedererinnerung seines ersten und dann des zweiten Todes noch ein drittes Mal erlebt hat und initiiert wird darin, erkennt, dass gleichwohl alles nur an dem Ort stattfindet, an dem es, an dem er ist, was er hat oder was ihn hat.